Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 474. Mein Name ist René und außer mir heute dabei gar keiner, zumindest nicht so direkt, während ich hier aufnehme. Wir hatten es ja in der letzten Woche schon gesagt, dass wir diese Woche so richtig keinen Termin finden, wo alle irgendwie Zeit haben, weil vereinzelt unterwegs, dies, das, Ananas, ihr kennt das und ja, deswegen machen wir diese Woche mal wieder so eine Art Konservenfolge. Was ist das Konzept? Wir haben uns vorher auf vier Fragen geeinigt und die anderen haben mir dazu Sprachnachrichten geschickt, entweder auf dem Weg nach Barcelona, entweder schon da, entweder noch nicht unterwegs. Ihr könnt mal jetzt an der Stelle raten, wer es ist. Ihr bekommt die Auflösung dann gleich. Und ja, damit wollen wir euch so ein bisschen eine Einstimmung auf dieses Spiel dann geben, auch wenn keine reguläre Folge denn in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Und ich würde sagen, wir hören direkt mal in die Antworten auf die erste Frage rein. Und die erste Frage, die wir uns vorgenommen haben, ist die Frage nach, wie denn so die individuelle Anreise nach Barcelona ist und wie viele Fans denn überhaupt schon da sind und wie so das der Eindruck von der Menge der Fans ist, die da unterwegs sind. Ich selbst bin leider aus privatpersönlichen Gründen nicht in Barcelona, bin ich sehr traurig drüber. Aber damit ist es ganz klar, die Eintracht muss einfach damit dann die Euroleague gewinnen und in der nächsten Saison in der Champions League einfach nochmal gegen Barca spielen, dass ich das einfach wiederholen kann. Ganz einfacher Plan, keine große Herausforderung, sollte irgendwie hinzukriegen sein. Aber jetzt hören wir uns doch mal an, wie bei Marvin, Basti und Alex so die Anreisethematik läuft. Lief eigentlich ganz gut von Hannover aus mit dem Zug erstmal gefahren, dann nach Amsterdam, Amsterdam geflogen, jetzt nach Barcelona. Bisschen nervig dann die Landeversuche. Der erste hat nicht geklappt, der zweite dann aber zum Glück schon. Hier ist es leider extrem regnerisch, absolutes Scheißwetter. Ich befinde mich auch gerade hier ganz aktuell am Flughafen. Also alles noch ein bisschen schwierig. Ich hoffe tatsächlich, dass es langsam mal anfängt mit dem guten Wetter, damit das schlechte Wetter aufhört, weil ich bin ja nicht nach Barcelona geflogen, um Regen zu erleben. Abgesehen davon, naja, ich würde schon sagen, wenn die Eintracht dann trotzdem gewinnt, dann würde ich auch den Regen nehmen, aber muss ja nicht. Also wie gesagt, alles nicht ganz so low, aber hoffen wir mal, dass das jetzt besser wird. Gude aus Frankfurt. Wahrscheinlich bin ich der Einzige von unserer Podcast-Crew, der am Mittwochmorgen noch immer aus Frankfurt den Kram hier aufnimmt. Ja, ich schaff's leider nicht, früher anzureisen und musste deswegen so eine kurze Nummer machen. Morgen früh geht der Flieger hin und am Donnerstag auch schon wieder nach Hause. Ärgert mich voll, weil eigentlich ist Barcelona es immer wert, ein paar Tage länger zu bleiben. Und ich hoffe, dass wir auch genügend Grund haben, um nach dem Spiel ordentlich zu feiern. Hola, hola aus Barcelona, meine lieben Freunde. Ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr Wahnsinn, was hier los ist. Wir haben schon auf der Autobahn in Frankreich kein französisches Kennzeichen mehr gesehen, weil alles voller Frankfurter war. Parallel waren die deutschen und internationalen Flughäfen scheinbar blockiert von Frankfurtern. Also Wahnsinn. Wir laufen jetzt gerade mal in die Stadt und auch hier sind schon die ersten Frankfurter zu sehen. Wir werden jetzt mal auf zentrale Plätze gehen, gucken, was da so abgeht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Barcelona kurzfristig in Frankfurt umbenannt werden kann. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig, richtig Bock und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Hier sind, glaube ich, noch 29.999 andere, die auch Bock haben. Inklusive Lossi, der gerade neben mir läuft. Ich bin sehr gespannt. Ja, nach der Frage, wie denn so die Anreise ist und vor allen Dingen, wie das Fanaufkommen ist. Und ich bin sehr gehypt und motiviert durch das, was Basti beschrieben hat, dass einfach quasi komplett Barcelona schon voll zu sein scheint mit Eintracht-Fans. Das ist ja auch das, was man auf den verschiedensten Instagram-Aufnahmen auch immer wieder sehen kann. Ich empfehle an dieser Stelle auch sehr die Kollegen von Fußball 2000, die auch regelmäßig auf YouTube nochmal Berichterstattung von vor Ort bringen. Die Frage nach den Ausfällen und wie diese zu ersetzen sind. Und ich glaube, das, was am meisten da jetzt so die Frage ist, ist, kann So morgen spielen oder nicht? Vorhin war ja die Pressekonferenz und Oliver Glasner hat gesagt, dass man sich noch nicht final entschieden hat, sondern dass er ja quasi individuell trainiert hat und es sich dann letztendlich morgen im Rahmen des letzten Fitnesschecks klären wird und dass man im Zweifelsfall dann eben da vielleicht auf eine Rote zurückgreifen könnte. Und ja, die spannendste Frage ist, wie sehen die anderen das und wie würden die quasi diese Position
ersetzen. Hören wir doch einfach mal rein. Bei So bin ich sehr, sehr glücklich, dass es da aktuell ja positive Signale gibt, dass er zumindest am Spiel teilnehmen kann. Man weiß jetzt nicht, ob es dann für 90 Minuten reicht, ob es für eine Halbzeit reicht, so oder so. So ist immens wichtig. Also es würde mich freuen. Er steht ja schon mal im Kader zumindest, war wohl auch beim Abschlusstraining dabei. Von daher mache ich mir da auf jeden Fall schon Hoffnung, dass er spielt. Klar, absolut unverzichtbar eigentlich im Mittelfeld. Also So mit seinen Pässen, mit seiner Übersicht. Das ist ein Spieler, der ist so 1:1 überhaupt nicht zu ersetzen im Kader. Und von daher extrem wichtig. Und der Ausfall würde ja auch sehr wehtun. Von daher, ich möchte mich da gar nicht zu sehr reindenken. Ich gehe jetzt einfach mal Stand jetzt davon aus, dass So zumindest teilweise spielen kann und helfen kann. Und ja, das ist jetzt das Mindset und damit müssen wir jetzt vorangehen. So darf natürlich nicht ausfallen. Das wäre auch, glaube ich, für ihn ein richtiger Tiefschlag. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass er noch spielen kann. Wenn er nicht spielt, muss man sich wirklich was überlegen. Und da muss man vielleicht sogar sagen, ja, dann gehe ich halt auf Rode. Das wäre natürlich spielerisch nicht so ganz so dramatisch. Das würde uns aber trotzdem sehr, sehr wehtun. Aber wahrscheinlich wäre dann Rode die sichere Variante oder dann halt mit Russisch zu gehen. Aber ich hoffe das ehrlich gesagt nicht. Wir haben offensiv ja genügend Schwachpunkte und da brauchen wir einen So, der ein gewisses kreatives Moment mitbringt, auch so spielentscheidend zu sein. Dementsprechend meine Hoffnung, er spielt. Und wenn nicht, naja, dann müssen wir halt wirklich mit Rode klarkommen. So hoffe ich immer noch drauf, dass er spielen kann. Oder zumindest sich vielleicht eine Halbzeit geben kann, damit die andere Halbzeit Sebastian Rode spielen kann. Weil ich weiß nicht, ob der auch fit genug ist, um 90 Minuten durchzuspielen. Ne? Wir haben mit Jakic einen Stammsechser auf jeden Fall dabei und dann ja die andere eher offensivere ausgerichtete Position mit So und oder Rode, je nachdem wie es läuft. Wenn alle Stricke reißen, muss Rustic ran, der mich eigentlich auch noch nie richtig enttäuscht hat. Bei Gibril Zor will ich mich nicht mit beschäftigen, weil ich glaube, das würde die Chance, dass wir dieses Spiel vielleicht tatsächlich doch noch erfolgreich irgendwie gestalten, nochmal um 30% verringern. Deswegen tut mir leid, Leute, dass ich mich damit nicht beschäftigen will und kann. Ja, wie zu erwarten, war alle große Hoffnung, dass Gibril Zor spielen kann. Ich bin da auch nicht anders unterwegs. Ich fand einfach, er war extrem wichtig in der Vergangenheit, in den Spielen, mit den Pässen, mit dem Spielaufbau, mit allem drum und dran. Er wäre immens, immens wichtig für dieses Spiel. Und wenn es da irgendwie eine Möglichkeit geht oder gibt, dass er zumindest 45 Minuten spielen kann und vielleicht die anderen 45 Minuten dann Rode, der ja dann auch nochmal immer einen Impuls setzen kann, der es aber mit Sicherheit einfach nicht schafft, über die vollen 90 Minuten zu gehen, dann wäre das ein sehr wichtiges Thema. Und ich sehe tatsächlich dann so ein bisschen wenig Alternativen. Alex hatte ja Rustic ins Spiel gebracht, aber es ist halt auch wieder jemand, der nicht mit der Mannschaft gespielt hat in letzter Zeit. Rode hatte zumindest ja irgendwie mal immer wieder Kurzeinsätze, ist eingewechselt worden. Ich weiß nicht, ob Rustic, ich will ihm da jetzt auch nicht zu viel irgendwie entgegensetzen, aber so richtig optimal ist es nicht und du brauchst halt einfach in diesem Spiel einen absoluten Sahnetag. Das ist ja auch das, was Olli Glasner auch schon gesagt hat. Was ja klar ist, ist, dass Tuta an dem Tag nicht spielen kann. Und da ist so die spannende Frage, wie kann er ersetzt werden? Da gibt es ja unterschiedliche Konstellationen, die schon benannt worden sind. Nach der gelb-roten Karte im Hinspiel ist ja dann Touré eingewechselt worden, der ja an sich auch eine ganz gute Partie da auf rechts gemacht hat. Dann könnte man natürlich auch noch überlegen, ihn nicht spielen zu lassen, also Touré nicht spielen zu lassen, sondern stattdessen Hinteregger auf rechts zu spielen und Hasebe in die Mitte. Auf der einen Seite hätte das natürlich so ein bisschen den Charme, dass du damit einfach einen absoluten Ruhepool da hinten drin hast, hat aber halt auch die Kehrseite, dass Martin Hinteregger als Linksfuß auf dieser nicht sehr optimal für ihn angebrachten Position des rechten Innenverteidigers spielen müsste und damit halt immer mit dem falschen Fuß zum Ball spielt. Und er hat das zwar in der Vergangenheit gemacht, aber so richtig zufrieden wirkte er damit auch nicht.
Ja, aber auch die Frage habe ich den anderen gestellt und ich bin mal gespannt, was jetzt deren Varianten sind, wie sie diese Thematik in der Innenverteidigung angehen wollen. Ja, Tuta müssen wir ersetzen, da will ich einfach ganz klar Hasebe reintun. Gar nicht groß überlegen. Den fehlenden Tuta würde ich eigentlich, der erste Gedanke ist Hasebe, aber ich glaube, ich würde es gegen Barca sogar machen, wie Glasner das ja schon im Hinspiel gemacht hatte, als Tuta vom Platz geflogen ist, und zwar mit Touré, einfach aufgrund der Schnelligkeit. Also Hasebe kann viel mit Auge gut machen und mit Stellungsspiel und seiner Erfahrung, aber ist, wie wir alle wissen, nicht der Schnellste. Und da Barcelona wirklich viel, viel Tempo im Kader hat, würde ich wahrscheinlich sogar auf Touré als Tuta-Ersatz gehen. Also ich habe mir diese Frage gerade bei Tuta auch lange gestellt. Bei So bin ich immer noch hoffnungsvoll, dass er eventuell doch noch spielen kann. Bei Tuta muss ich ehrlich sagen, ich würde wahrscheinlich nicht auf Touré gehen, sondern auf Hasebe. Das hängt aber nur damit zusammen, dass ich gewisse Sicherheitserwägungen in mir trage und hier sagen muss, okay, Hasebe ist für mich die klarere Nummer, die Sicherheit ausstrahlt, das wissen wir alle. Vielleicht versucht man dementsprechend auch mal was. Bei Touré ist es klar, dass er natürlich voll über die Schnelligkeit geht, da auch seine Stärken hat. Das wäre, gerade wenn ich das Spiel schnell machen will, verständlich. Allerdings habe ich ja eher ein Innenverteidigerkonstrukt, wo anderes gefragt ist. Und da ist vielleicht ein bisschen Sicherheit mit Hasebe wahrscheinlich wichtiger. Dementsprechend würde ich auf jeden Fall mit Hasebe gehen. Bin aber gespannt, wie du das zum Beispiel siehst. Da Marvin die Frage jetzt so galant an mich weitergeleitet hat in dieser Sprachaufnahme, auch da kann er es nicht lassen. Jetzt kurz meine Meinung dazu. Ich habe auch lange hin und her überlegt und ja, irgendwie Hasebe würde mir mehr Sicherheit bringen. Aber wie schon eingangs zu diesem Segment von mir erwähnt, würde dann Hinteregger wirklich auf dieser sehr ungeliebten Position spielen. Und ich finde den Punkt, den Patricia gebracht hat, auch sehr treffend oder sehr wichtig. Barca wird mit unwahrscheinlich viel Tempo da spielen. Du hast da einen Ferran Torres auf der Seite und dann hast du einen Hinteregger, der zwar jetzt auch nicht langsam ist, aber wie gesagt dann halt auch mit dem falschen Fuß da zum Ball steht und dann sich immer rumdrehen muss und das kostet dann ja auch wieder Geschwindigkeitspunkte. Also ich glaube, ich würde tatsächlich mit Touré gehen, auch mit der Gefahr hin, dass das dann nicht so ganz optimal ist, weil ihm halt einfach so ein bisschen die Eingespieltheit fehlt, falls es dieses Wort denn überhaupt gibt. Aber Frau Alex hat dazu noch nichts gesagt. So, die Vorzeichen am Anfang, ein bisschen schwierig. Tuta, rote Karte. Jetzt war die Innenverteidigung gerade komplett eingespielt, muss auseinandergerissen werden. Aber ich glaube, ist gar nicht so das krasse Problem. Wenn man einfach ja, Hinteregger auf seine nicht so geliebte Position auf die rechte Verteidigerseite zieht und dafür Hasebe in der Mitte spielen lässt. Das wäre auf jeden Fall meine Lösung, wie ich an das Problem heute Abend, wie ich an das Problem morgen Abend rangehen würde. Frau Alex geht auch mit der Hasebe-Hinteregger-Variante. Ja, richten wir uns einfach mal nach der Mehrheit. Am Ende entscheidet Olli Glasner. Ich bin gespannt, was er da für ein Kaninchen aus dem Hut zieht. Basti sagt aber noch ein paar ganz wichtige Punkte dazu. Jetzt darf wirklich nichts mehr passieren. Aber vielleicht ist es an so einem Tag auch egal. Ich glaube, jeder, der reinkommen würde, ist zu 8 Millionen % motiviert. Von daher versuche ich es ein bisschen zu ignorieren. Und mir als positiv zu reden, dass einfach scheißegal ist, wer spielt, aber wenn das nicht stimmt. Ja, dann kommen wir zu dem Punkt, der eigentlich immer am Ende unserer Sendung steht, nämlich der Ergebnistipp. Ich fange diesmal auch direkt einfach an. Ich hoffe sehr, dass die Eintracht das in den 90 Minuten klar macht. Und mein Tipp ist, die Eintracht gewinnt 2-1. Ich glaube, ohne Gegentor schaffen wir es nicht, erst recht nicht gegen Barca. Die haben einfach eine harte Offensive und es wird auf jeden Fall ein extrem spannendes Spiel. Es wird ein hoffentlich sehr enges Spiel. Ich hoffe, dass die Fans, die in großer Anzahl vor Ort sein werden, ihr Nötigstes dazu beitragen und dass wir am Ende einfach komplett Ostern durchfeiern können und wahrscheinlich die Mannschaft einfach noch so dermaßen am Feiern ist, dass das Spiel am Sonntag einfach nicht stattfinden kann, weil die Mannschaft immer noch nicht in Deutschland ist. Das wäre gut.
Aber jetzt mal hören, was die anderen noch dazu sagen. Mein Tipp ist ein 2:1 für die Eintracht in der Verlängerung. Es geht mit 1:1 in die Verlängerung und die Eintracht macht das entscheidende 2:1, das erlösende 2:1 kurz vorm Elfmeterschießen. Unser Tipp. Völlig irrational, stimme ich jedem zu, der das so sieht, aber es ist mir scheißegal. Deswegen sage ich, Eintracht kommt weiter. 3:2. Das ist für die Eintracht. Das ist meine Hoffnung, die natürlich mehr auf Hoffnung gemünzt ist als auf absolut realistischem Fundament. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Eintracht kann da an einem Tag nochmal alles reinwerfen. Und wenn wir das wirklich schaffen sollten in Barcelona, dann ist diese komplette Saison halt auch mehr als gerettet. Das wäre ein Jahrhundertereignis. Und ich glaube, dieses Jahrhundertereignis spürt die Mannschaft. Dementsprechend glaube ich, dass so ein paar Prozent mehr genau bei der Eintracht zu finden sind. Und dementsprechend bin ich optimistisch und sage, die Eintracht kommt weiter. Zum Tipp, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Ich befürchte sehr, dass wir ein Elfmeterschießen erleiden müssen, was natürlich auch ein Riesenerfolg wäre. Aber ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wie ich das schaffen soll. Es wird auf jeden Fall egal. Es wird Anspannung, Anspannung, Anspannung. Ich bin auch wie beim Hinspiel schon mega positiv gestimmt, weil ich glaube, es kann halt echt was gehen. Und umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr denke ich auch, dass das 1:1 die beste Ausgangssituation ist, die man sich vorstellen kann, weil das immer noch Barca nicht so krass rausgekitzelt hat, wie zum Beispiel, als sie gegen PSG im Hinspiel richtig einen auf die Mütze gekriegt haben und liefern mussten. Hätten wir gewonnen, wären sie viel mehr im Zugzwang gewesen. Und ich glaube, dass wir immer noch ein bisschen den Vorteil haben des unterschätzten Underdogs. Mit dem 1:1 sind sie nicht gekitzelt worden oder nicht so richtig wild gemacht worden. Also ich glaube, das ist nach wie vor unsere große Chance, auf die Karte zu setzen. Natürlich werden sie auch nochmal überrascht werden von dem Ausmaß der Fans im Stadion, weil ich glaube, dass die spanische Fankultur einfach eine andere ist. Ne? Also da werden eher Szenen beklatscht oder auch mal bepfiffen, aber dass wirklich 90 Minuten Stimmung da ist, ist man in Spanien, glaube ich, einfach so nicht gewöhnt, weil es eher so ein zuschauendes Publikum ist. Ja, von daher wird's eine spannende Kiste, oder ich hoffe, dass es eine spannende Kiste wird. Und ich glaube eigentlich echt, ich glaube fest an die Eintracht. Vielleicht bin ich da auch ein Träumerle, aber es wäre halt einfach zu geil. Ja, von daher bin ich heiß wie Frittenfett, dass es auch für mich morgen endlich losgeht. Und freue mich drauf, dann nächste Woche wieder in gewohnter Art und Weise. Nächste Woche in gewohnter Art und Weise, das war das Stichwort, was Frau Alex gegeben hat, und damit sind wir dann auch am Ende der Konserven-Sonderfolge angekommen, mit der wir euch nochmal so ein bisschen auf das Spiel gegen den FC Barcelona einstimmen wollen, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass es das überhaupt nicht braucht. Wenn ihr vor Ort seid, dann seid ihr sowieso schon am Dauerfeiern, und selbst wenn ihr nicht vor Ort seid, allein die ganze Atmosphäre, die in Frankfurt und Umgebung herrscht, ist einfach großartig, und zumindest bei mir steigt die Spannung mit jeder Minute, mit der das Spiel näher rückt. Von daher braucht es wahrscheinlich gar keine zusätzliche Motivation. In der nächsten Woche werden wir dann das Spiel besprechen und auch das Bundesligaspiel vom kommenden Wochenende. Ich wünsche euch bis dahin eine angenehme Restwoche und macht's gut.